Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. In der letzten Folge sind wir hier nach Wiesenflur gekommen und haben mit Shreen einen Pokémon-Wettbewerb gewonnen. Achtung, Spoiler-Alarm. Und in dieser Folge werde ich mir einfach mal den guten Grimmy mitnehmen. Denn wenn wir jetzt wirklich so hochgelevelte Trainer haben, wie ich es erwarte, könnte das hier eine gute Stelle sein, wo wir nicht nur L, sondern auch Grimmy entwickeln können. Und ich bleibe erstmal mit L vorne. Ich glaube, das ist doch die intelligentere Variante. Wobei ich jetzt erstmal ein bisschen Attacken sortieren werde. So, der Blubstrahl kommt auf jeden Fall nach vorne. So. Bei dir kann die Aquawelle vorne bleiben. Du kriegst den Widerhall auf jeden Fall dahin. Okay, bei dir ist eigentlich alles okay. Megasauger bleibt auch vorne. Natürlich auch die Konfusion. Alles klar. So. Dann geht's mal weiter. Bist du eine Trainerin? Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Die habe ich alle selbst gepflanzt. Schön. Was haben wir hier eigentlich so für Pokémon? Myraplam, Merrill. Was sind das da links oben? Fleckmon? Gucken wir doch einfach mal, was wir hier haben. Illumise! Illumise, wie auch immer. Ziemlich hoch gelevelt auch. Aber mit meinen Attacken mache ich dem wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden. Lockduft! Wodurch mein Fluchtwert sinkt. Okay, gut. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Weil ich glaube, großartig einem Tackle ausweichen ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, ich sollte einfach weiter mit Blubstrauf das ganze Zeug einkloppen, was uns hier entgegenkommt. Ich meine, seht mal, wie viel Schaden das macht. Oh, es setzt Charme ein. Und senkt dadurch meinen Angriffswert. Das ist egal, ein Ruckzuck-Hieb sollte trotzdem ausreichen. Und auf jeden Fall schneller sein als du. Und das war's mit Illumise. Illumise, wie auch immer. Und wir finden einen Superball. Schöne Sache. Die Luft hier ist so frisch. Aber ich dachte, jetzt kommt noch eine Erläuterung, wie frisch sie denn ist. Da ist noch was. Wir haben aber keinen Zerschneider-Pokémon dabei. Irgendwo versteckt sich ein Pokémon. Haben wir schon. Gucken wir einfach mal, was das hier drauf hat. Denn das sollte ja irgendwie eine versteckte Fähigkeit haben. Gehweier gegen Gehweier. Geh weg mit deinem Gehweier. Ich glaube, Blubstrahl einzusetzen macht da auch nicht so viel Schaden. Einfach weil es nicht sehr effektiv ist. Aber ich habe seine Initiative gesenkt. Das ist doch schon mal was. Dann tauschen wir dich mal aus mit Jack. Dann kriegt ihr beide so ein bisschen was von der Erfahrung. Nassmacher, das konnte meins auch. Also bisher noch keine versteckte Attacke. Ich weiß auch nicht, ob es jedes Mal bedeutet, dass es eine versteckte Attacke hat. Und ich setze mich mal wieder ordentlich hin. Ich bin irgendwie total in meinen Stuhl reingerutscht. Ich habe jetzt, glaube ich, schon unter dem Mikrofon gesessen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie für 2 Folgen lang ziemlich leise war, dann tut mir das ein bisschen leid. Dann war das keine Absicht. Das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass ich da wirklich so weit nach unten gerutscht bin. So. Achso, hier unten habe ich ja das Item schon. Ach, da auf der anderen Seite habe ich noch gar nicht geguckt, ob da noch was ist. Ein Myrapla! Du bist gar nicht shiny. Tötet es! Tötet es! Wobei Myrapla eigentlich auch ein ziemlich cooles Pokémon ist, muss man sagen. Oh, Volltreffer. Ich glaube, es hat jetzt nicht gerade die besten Werte und auch seine Entwicklungen haben nicht die besten Werte, aber trotzdem. Irgendwie, es ist halt oldschool. Es ist erste Generation. Stachelfinale. Mitten auf den Kopf.
Ja, ich kann dir jetzt nicht mehr ausweichen. Das hast du super hingekriegt. Ich glaube, ich sollte weiter einen Blubstrahl einsetzen. Die Flinkklaue, die mir eh nichts bringt. So, das, da sollte eventuell ein Ruckzuckhieb ausreichen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jupp, reicht, reicht, locker. Aua. Da sagt das gute Miraplay einfach mal Aua. Nee, da rechts ist gar nichts mehr. Mäh. Und ich hätte... Na. Ein Zickzacks. Ich hätte L wenigstens einmal heilen sollen. Nein, nicht immer noch nicht den Hypertrank. Wie kommst du auf die Idee, dass ich einen Hypertrank auf ein Pokémon mit 46 KP einsetze spiele? Und ich weiß, rein theoretisch kann ich meine Items anordnen, bla bla, aber... Das habe ich bisher noch nicht gemacht, ne? Wie man sieht. Von daher... Das ist mir auch relativ. Ich kann auch immer wieder an den Hyperstrahl einfach vorbei. Autsch. Navigieren, das ist für mich kein Ding. So, Ruckzuckhieb. Das war's dann mit dem Zickzacks. Und wir kriegen ein bisschen Erfahrung. So. Du bist auf jeden Fall ein Trainer. Ich war früher mal ein Käfersammler. Heute bin ich ein Käfermaniac. Was sich über all die Zeit nie geändert hat, ist meine Liebe zu den Pokémon. Besonders zu den Käfern. Habe ich schon mal Käfer erwähnt? Was war noch ein Käfermaniac Burkhardt? So hieß mal zwei meiner Sportlehrer mit Nachnamen. Den einen hatte ich von der 7. bis zur 9. Klasse, glaube ich, und den anderen hatte ich dann in der 10. Oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz zu 100%ig sicher, aber irgendwie so. So, auf jeden Fall haben wir erstmal seinen Kader platt gemacht. Ohne Probleme. Und L erreicht Level 18. Das finde ich doch ganz schön. Ein Pudox. Dagegen möchte ich doch den guten Jack einsetzen. Denn L mit seinen KP war, glaube ich, nicht mehr ganz so gut dargestellt. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Beziehungsweise gegen einen Pudox hätte er, glaube ich, auch nicht allzu viel machen können. Aber egal. Oder sie. L ist ja eigentlich eine sie. Kann das sein? Und ich sage die ganze Zeit er. Hm, egal. Es ist einfach L. So, Flügelschlag. Und das war's dann mit dem Pudox, würde ich sagen. Muhahaha. So, und Jack erhält erstmal ordentlich Erfahrungspunkte. Dadurch, dass uns da ein voll entwickeltes Pokémon gegenüberstand. Und auch das Papinella darfst du machen. Flügelschlag. Zack. So, Stachelspore. Ist natürlich irgendwie ein bisschen arschig. Aber damit kann man leben. Würde ich mal sagen. Er macht doch ruhig noch einen Windstoß, ist mir egal. Zack, und das war's mit deinem Papinella. Das dürfte jetzt nochmal 400 noch was Erfahrung geben. 571 sogar. Das war fast Level 19. Leider hat sich auch mein Kampfstil nicht verbessert. Tja, Burkhardt. Was soll ich sagen, ne? Bessere Namen zulegen, ne? Aber ganz ehrlich, was haben die bitte schön für Namen alle, die ganzen Leute? Ach, hat er nur 10 KP verloren. Was laber ich denn da? Hatten wir jetzt irgendeins? Vergiftung, Verwirrung, aber keins, was Paralyse heilt. Ein Paraheiler habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr dabei gehabt. Aber anstatt mal nachzugucken, HPK, nee. Ich werde mal für dich überprüfen, ob du dein Pokémon-Team auch richtig trainiert hast. Was möchtest du denn machen? Oh, 6 Pokémon. Pokémon-Züchterin Lydia. Mit einem Wingull. Was mir natürlich jetzt nicht so sehr zusagen will. Denn unser Gehweiher kann dagegen nicht allzu viel machen. Ist eigentlich nur Ben, der jetzt nicht großartig im Nachteil ist. Nee, beziehungsweise Grimmy eigentlich ist doch auch nicht im Nachteil. Flug ist doch nicht gut gegen Pflanzen-Pokémon. Wie komme ich jetzt auf das, auf die Idee, auf den Trichter? Auf dieses Szenario. Egal. Machen wir das Wingull einfach platt mit Ben. Denn Onkel Bens macht
dein Vogel futsch. Keine Ahnung. Hoffe ich mal einfach nur, dass jetzt so Pokémon kommen, gegen die ich auch großartig was ausrichten kann. 196 Erfahrung für beide. Ein Knilz. Das ist eigentlich auch wieder für Jack ziemlich gut. Weil Knilz, Pflanzen-Pokémon gegen Pflanzen-Pokémon sind Käferattacken doch eigentlich gut gewesen, oder? Oder war Käfer gegen Gift gut? Oder war Gift gegen Käfer gut? Ach Gott. Ich bin so verwirrt, was die ganzen Sachen angeht. Es wird wirklich Zeit, dass ich mal wieder ein paar mehr Pokémon-Battles mache. Ja, ich hatte recht. Wobei, Knilz ist ja auch ein halbes Gift-Pokémon. Oder? Ist es das? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Natürlich bin ich dann paralysiert. Und jetzt kommt er noch mit seinem Ekelsamen. Das habe ich mit Absicht so betont. Nee, das finde ich nicht schön. So, machen wir mal Blubstrahl. Sollte vielleicht auch ziemlich viel ausmachen. Autsch, Kopfstoß ist natürlich auch nicht schön. Na, nimmt sich nicht viel, dadurch, dass es nicht sehr effektiv ist. Wenn es eine normale Effektivität gehabt hätte, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Ach komm. L, das reicht. Los, Feylord, rette den Tag. Mega Sauger. Au, das hat so weh getan. Unglaublich. Mach es futsch. Es ist nicht unser Knilz. Es muss eliminiert werden. Ein Azurill. Das macht Grimmy. Aber soweit ich weiß, gibt Azurill verdammt wenig Erfahrungspunkte. Es würde mich nicht wundern, wenn es jetzt knapp 100 geben würde. Also entweder 96 oder 108 oder sowas. Irgendwie so in die Richtung. Blubber. Autsch. 1 KP. Mach das nicht. Böse, böse. Und für die, die sich wundern, warum Megasauger nicht sehr effektiv ist, Azurill ist nur ein Normal-Pokémon. Es hat noch nicht den Wassertypen. Sonst wäre Megasauger natürlich sehr effektiv und würde ein bisschen mehr Schaden machen. Aber nein, Azurill ist nur ein Normal-Pokémon. Und was gibt es? 138 und auch ein bisschen mehr, als ich dachte. Grimmy erreicht Level 19. Schöne Sache. Und will Giftpuder lernen. Was haben wir denn? Egelsamen, Stachelspore, Kopfnuss. Eigentlich nicht, ne? Nee. Du hast jetzt noch wie viele? Goldini hast du jetzt? Noch zwei Pokémon oder drei Pokémon sogar? Oh, wenn Grimmy alle drei besiegen kann, dann könnten wir eventuell sogar bald einen Kapilz haben. Das fände ich doch nicht verkehrt. Wie gesagt, Kapilz hat sich mittlerweile zu einem meiner Lieblings-Pokémon gemausert. Genauso wie Gyarados. Obwohl ich es schon immer benutzt habe. Seit der ersten Generation. Ich habe mir immer vor Mondberg in dem Poké-Center, da war der eine Typ, der einem für 500 einen Karpador verkauft. Das habe ich mir immer gekauft. Und immer aufgelevelt. Immer. Wirklich. Jedes einzelne Mal. Und dann hatte ich immer schon ganz früh einen Gyarados dabei. Das hat mir immer ziemlich viel den Arsch gerettet. Ziemlich viel den Arsch gerettet, genau. Ziemlich den Arsch gerettet, so. Oh, eine Neko auf der anderen Seite. Das ist ein Fake! Faker Patricia! Du bist nicht Patricia. Unsere einzig Ware, die gibt's nur in meiner Pokémon-Box. Oder in den Kommentaren. Liebe Grüße an der Stelle. Du bist einfach nur eine Kopie. Oh, Anziehung. Bitte, du kannst dich von mir... Grimmy, du kannst dich von mir aus in Patricia verlieben, aber nicht in das da. Stellt euch mal vor, eine Mischung aus Eneko und Kapilz. Das wäre mal ein Bild wert. Ein Eneknilz. Ein Enegils. Ein Kneko. Aua. Au. Die habe ich nicht verdient. Wie Jack Sparrow sagen würde. Und das sieht sich Grimmy genauso. Denkt sich, ehe ich mir von dir eine Backpfeife geben lasse, kleines Faker-Ineko,
sauge ich dir doch das letzte Leben aus. Und ein Knospi. Knospi. Dich will ich natürlich jetzt irgendwie nicht auf der Gegenseite haben. Dich kann ich nicht einfach mega saugen. Kopfnuss. Ja, das war schon mal die Hälfte. Jetzt noch die andere Hälfte und... alles ist gut. Sorgensam. Was ist das denn? Spurenwirt wird in Insomnia umgewandelt. Okay. Interessant. Die Attacke sah schon mal von der Animation her irgendwie voll lustig aus. Ah, nicht ganz Level 20 erreicht. Okay, du hast das Training offensichtlich gut im Griff. Ja, das habe ich. Der Kampf hat auch ziemlich lange gedauert, Madame. So, ich werde jetzt nämlich auch Grimmy mal nach vorne tauschen. Denn wie gesagt, ich würde gerne noch einen Kapilz haben. Und du hast doch sicher jetzt auch Pokémon, mit denen du gegen mich antreten willst. Ich bin zwar mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem schnell kämpfen. Du siehst von außen eher aus wie ein Streber, statt wie ein Sportler. Eine Herausforderung von Triathlet Igor. Igor, setz ein Dodu ein. Oh cool, ein Dodu. Das gibt auf jeden Fall Style-Punkte. Ganz, ganz sicher. Oh, auf Level 18 schon. Das könnte eine gute Herausforderung werden. Bam. Das waren zwei. Sehr gut. Spurenwirt und das ist eingepennt. Deswegen haben wir auch nur... hat es auch nur zweimal getroffen. So, jetzt möchte ich mir erstmal die Energie zurückholen. Auch wenn das natürlich nicht sehr effektiv ist, das ist klar. Ich hätte jetzt auch schon direkt noch einen Egelsamen machen können, aber ach komm. Machen wir einfach nur eine Kopfnuss drauf. Autsch, Verfolgung ist natürlich böse. Ist mir egal, dann kannst du halt von mir aus nochmal dich paralysieren. Dann sind wir eh schneller. Ist immer noch paralysiert. Ah, es ist trotz Paralyse schneller als Grimmy. Interessant. So, das sollte doch jetzt ausreichen. Sehr gut für Level 20. Und wir besiegen Triathlet Igor. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Tja, selbst schuld. Es war nicht Level 20. Wieso denke ich, dass es Level 20 gewesen ist? Da muss es 25 gewesen sein. Oder wirklich erst 40? Och nö, sag mir nicht, dass es 40 gewesen ist. Das fände ich jetzt irgendwie nicht so schön. Warum heile ich dich bitte so? Wenn ich ein paar Meter weiter ein Dings habe, im Pokémon Center. Das war auch ein Illumise. Illumise, wie auch immer. Und rein theoretisch direkt erstmal dich komplett heilen kann. Auch die Paralyse weg, nicht nur die KP. So, wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Das werde ich wahrscheinlich sogar tun. Aber es trotzdem zu erhoffen, ist ein bisschen böse. So, was haben wir hier? Sananasbeeren. Sananabeeren. Sehr gut. Anstatt Ananas, Sanana. Sananana, na na na. Hey, hey, Sanana, na 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 na. Hey, hey, Sanana, na 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 na. Hey, hey. Wie ich bin, HBK. La 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 la. So, ich glaube aber gleich ist auch die Route vorbei, deswegen können wir auch hier den Doppelkampf noch machen. In der Schule gehe ich in die Klasse über ihr. Das, als die Ältere darf ich keine schlechte Figur abgeben. Ich bin die Jüngere, aber zusammen sind wir einfach unschlagbar. Dam, dam, eine kleine Herausforderung von Senior und Junior Irm und Ida. Zusammen sind sie Irmida. Ida Irm. Ein Makuhita und ein Zickzacks. Damit lässt sich arbeiten. So, Flügelschlag auf jeden Fall auf Makuhita. Zack. Macht schon mal viel aus. Der Blubstrahl könnte auch einige... Wow, Volltreffer. L, sehr schön. Ich bin begeistert. Und Jack erreicht Level 19. Nett.
Und Jack will Ruckzuck-Hieb lernen. Ja, werde ich wahrscheinlich öfter einsetzen als Superschall. Weil Superschall aus Erfahrung bei mir nicht trifft. Makuhita mit Wirbelwind. Willst du mich verarschen? Ja, von mir aus schick einfach Ben raus. Es ist mir jetzt ein bisschen egal. Denn so oder so macht dich El jetzt platt. Siehst du, sag ich doch. So, und das war's mit Irm und Ida. Ach Mensch, hättest du uns nicht gewinnen lassen können oder so? Oder eine Chance lassen können? Nein, hätte ich nicht, denn ich mache euch alle platt. Rede mit mir. Ich habe mein Pokémon in Pension abgegeben. Ah, okay. Und das hier ist anscheinend die Breed-Route. Da oben ist da die Pension und dann kann man hier die ganze Zeit hin und her. Das war ein Azurill. So. Und hier sollten wir doch jetzt wieder in die Stadt kommen. Genau, nach Malvin Fro City. Wo ich direkt auch erstmal durchfahre, um ins Pokémon Center zu gehen. Ich glaube, so langsam kenne ich mich dann... Komme ich doch hier ein bisschen zurecht. Nicht kenne ich mich aus, aber... So langsam aber sicher. Dann will ich an der Stelle auch sagen, dass ich bis zur nächsten Folge einfach mal alles von mir so ein bisschen trainiere. Gucke, was sich eventuell auf 20 entwickelt. Und werde da dann alles kurz vor der Entwicklung packen. Und die Entwicklungen zeige ich euch dann. Und wenn sich doch irgendwas versehentlich entwickelt, tut es mir jetzt schon mal leid. Aber ich würde an der Stelle sagen, wer ist das jetzt mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin? Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der HBK und sage Tschüss. Bis dann.